Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute schauen wir uns den Zoo von Aristo an oder von Aaron. Und der heißt Aristo mit Doppel-O. Deswegen schreibe ich, glaube ich, Aaron in den Titel, weil sonst steht da zweimal Aristo. Steht da Aristo von Aristo. Und ich denke, mit Aaron ist das dann auch in Ordnung. Wir starten hier auf Isla Nublar 1993. Weg mit Hotels am Eingang und ich höre den Wasserfall. Dann ist er. Ist auch schon direkt so ein sehr vielversprechender Eingang. Visitor Center ist auch ausgeschildert. Ich würde sagen, wir checken mal ganz kurz in das Hotel ein, bringen unsere Koffer dahin, genießen einmal die Aussicht und dann gehen wir kurz in den Pool und dann geht's los mit der Besichtigung. Ah, wunderschön. Da hinten kann man sogar schon die ersten Dinosaurier sehen und auch den Wasserfall. Das sind Apatos. Das Gehege sieht schon mal interessant aus. Und da ist auch noch ein... Ist das ein Polacanthus? Ich glaube, ja. Sieht aber schon sehr cool bepflanzt aus. Und auch die Felsen sehen schon sehr nice aus. Und auf der Rückseite sieht man noch keinen Zaun. Das hier ist nochmal die Aussicht von dem Hotel gegenüber. Da sieht man den Wasserfall nochmal richtig schön. Ist natürlich cool, dass du vor den Wasserfall ein Gehege gebaut hast. Weil ansonsten hat man ja leider keine Möglichkeit, einen Wasserfall ins Gehege einzubauen. Nur wenn man es halt so macht wie du hier. Wir gehen jetzt aber mal diesen vielversprechenden Eingang entlang. Hier hast du super sauber und sorgfältig gearbeitet. Die Dinger sind wirklich perfekt platziert. Mega gerade. Und immer perfekt im gleichen Abstand zueinander. Sogar bei der Kurve da hinten sieht das richtig clean aus. Ist hier übrigens so schattig und dunkel, weil der Berg davor ist. Also die Sonne ist irgendwo hinter diesem Riesenberg. Es wird nachher noch heller, wenn wir in einen anderen Bereich des Parks kommen. Liegt nicht daran, dass es irgendwie erst morgens oder so ist. Hier vorne erwartet uns dann so ein Sitzbereich mit einigen Restaurants und Besucherläden. Oh, guck mal! Die Dinosaurier kommen direkt bis hier vorne. Hier hast du einfach Felsen als natürliche Barriere gemacht. Oh, ist das schön. Da kann man beim Essen dann die Dinosaurier direkt neben sich hören und sehen. Ist gerade auch das perfekte Beispiel, dass der hier so lang läuft. Richtig cool. Ich finde das auch cool, dass du hier das Gras so hoch gemacht hast. Dadurch kann man dann immer nur so durch die Grasspitzen so ein bisschen die Dinosaurier in der Ferne erkennen. Und wenn man Glück hat, kommen sie halt hier nach vorne. Voll die coole Idee. Geht dann auch bis zum Ende durch. Ja, bis hier vorne. Und da ist dann Ende. Ich glaube, dann müssen wir hier wieder zurückgehen. Dann gehen wir mal hinter den Hotels weiter. Und hier kommt dann auch die erste Toilette. Direkt am Parkeingang mit ein paar Sitzmöglichkeiten auch noch. Und schöner Dekoration. Und da vorne wird es dann auch sonnig. Oh, hier geht es direkt zu einem Besucherzentrum. Und einer Einschienenbahn. Weiß nicht, ich glaube, die fahren wir erst später, würde ich sagen. Gehen jetzt erstmal einmal kurz hier zu dem Besucherzentrum. Das finde ich nämlich auch richtig schön. Wollen die eigentlich hoch? Nee. Aber das Wasser sieht auch so mega cool aus. Doch das Geräusch ist super entspannt. Ich finde es echt schade, dass man hier nicht rein kann in die Besucherzentren. Dann gehen wir weiter in den Park, würde ich sagen. Nehmen wir auch nochmal ein paar Besucherläden. Auch alle in so einem schönen roten Design. Okay, hier scheinen wir eine Lagune zu haben. Kann man leider aus Besucherperspektive nicht ganz so gut erkennen. Aber da hinten werden wir gleich dann noch einen besseren Einblick haben. Aber wir gehen jetzt erstmal nach links. Hier ist auch nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten. Und hier vorne geht es dann einmal links zu ein paar Schutzräumen. Da ist auch die Wegfarbe anders gemacht. Und da geht es dann zu einer Beobachtungsgalerie für die Lagune. Ich finde übrigens die Bepflanzung hier auf der Karte echt schön. Mit den Palmen. Mega aus wie Urlaub. Fühlt man sich gleich wohl. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz jetzt hier rein. Schauen uns dann mal die Lagune an. Mal sehen, was sich da drin befindet. Man hat eigentlich auf allen Seiten diese Beobachtungsgalerien.
schätze mal auf einen Mosasaurus, weil da ein Hai hängt. Könnte aber auch ein Chrono sein. Aber ich glaube, dafür müssen wir wieder gleich hineinfliegen in die Lagune. Aber man müsste hier echt, glaube ich, lange warten, um dann die Lebewesen zu Gesicht zu bekommen bei so einer großen Lagune. Ich sehe hier unten gar nichts. Dann haben wir hier zwei Mosas, die auch gerade fressen. Ich glaube, der taucht jetzt gleich auf. Doch nicht. Hat er mich jetzt verarscht? Anscheinend schon. Sah fast so aus, als wenn er gleich den Hai sich snackt und ist einfach weggeschwommen. Der Mosasaurus ist natürlich immer ein absolutes Highlight. Dann hast du gleich zwei Stück gemacht. So sieht das Ganze übrigens von oben aus. Wir werden jetzt auch nicht in jede Beobachtungsgalerie reingehen. Ich denke mal, so sieht man das schon ganz gut. Das ist auch echt schön gemacht mit verschiedenen Wegfarben und dann hier komplett drumherum gebaut. Und hier ist auch noch so ein paar Schutzbunker. Wir gehen jetzt nochmal zu dem Eingangsbereich, wo wir gerade schon waren. Oh, hier hinter ist auch noch was. Ah, der ganze Industriebereich. Den hast du ja auch schön mit Mauern eingebaut. Ist wirklich sehr sauber und sorgfältig gearbeitet. Das gefällt mir. Boah, auch richtig schön gestaltet. Jetzt hast du sogar nochmal noch so einen Turm einbauen können, dass man das dann als Besucher auch nochmal so sehen kann. Weil von da unten konnte man das nicht ganz so gut erkennen. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Mega schöne Felsarbeit. Das Wasser ist auch super platziert. Und ich finde die Idee hier mega cool, dass sie direkt neben dem Restaurant quasi oder diesen Sitzplatten vom Restaurant, wenn die Dinosaurier vorbeilaufen können, ohne Zaun. Wie cool das hier ist. Dass sie so richtig so einen matschigen Look hinbekommen. Ich finde es so schade, dass man keine Wasserfälle im Spiel platzieren kann. Ich finde, das macht echt viel aus. Auch die Soundkulisse. Und dann so im Hintergrund, das sieht einfach schön aus. Und auf den meisten Karten gibt es gar keine Wasserfälle. Ich glaube, das ist eine der wenigen, wo es die gibt. Das ist aber wirklich wunderschön gestaltet hier, das Ganze. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt mal hier weiter. Jetzt am Rande der Lagune. Gehen wir mal hier lang, würde ich sagen. Da vorne. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr. Hier ist direkt ein Aviarium. Coole Idee, das hier in der Mitte. Eine Lampe und dann da diese Zaundinger drumherum. Hier echt schön mit der Deko gearbeitet. Gehen wir mal in das Aviarium rein. Und hier haben wir Pteranodons und Dimorphodon. Ich finde, wenn man so da reinfliegt, sieht man das aber nochmal besser. Und dann ist auch die Geräuschkulisse schöner. Das ist halt echt so das größte Manko von diesen Beobachtungsgalerien, dass man da keine Sounds mehr hat. Finde ich echt doof. Hast du aber hier super gemacht. Das Wasser ist richtig gut platziert. Da hinten hast du auch so eine Erhöhung eingebaut mit ein paar Bäumen drauf. Und dann auch schöne Felsarbeit, wo dann die ganzen Flugsaurier drauf landen können. Und du hast auch schön viele platziert hier drin. Das gefällt mir. Es wirkt richtig lebendig hier in dem Aviarium. Und er landet sogar ganz hier oben. Wunderschön. Gehen wir mal hier weiter. Hier sind nochmal einige Besucherläden. Und wieder Essensmöglichkeiten. Wirklich so sorgfältig hier gearbeitet. Alles kerzengerade. Hier ist nichts krumm und schief. Ist bestimmt ewig für gebraucht, um das so gut zu platzieren. Aber ich glaube, wir können noch hier links weiter. Damit wir nochmal den Kanu sehen können. Na, guck mal, hier ist auch so ein bisschen dekoriert. Mit Wasser und Felsen. Obwohl da nicht mal ein Gehege ist. Hier würde man dann ankommen mit der Einschienbahn.
sind wir halt jetzt gelaufen, das Stück. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Kanu-Gehege, so wie es aussieht. Ich laufe hier bestimmt voll die falschen Wege. Und auch nochmal Hotels. Und nochmal eine Beobachtungsgalerie, da gehen wir mal rein. Und da kann man dann nochmal die Kanus sehen. Ist auch ein echt großes Gehege. Sollten wir uns gleich auch nochmal von oben anschauen, würde ich sagen. Kann man es ein bisschen besser sehen. Und dafür eignet sich ja am besten hier das Hotel. Von hier aus hat man nämlich direkt aus dem Pool eine perfekte Sicht auf das Gehege. Das hast du auch richtig schön gestaltet. Ich finde es auch cool, dass du da Sand zwischen gemacht hast. Und es sieht auch super spannend aus. Überall ein paar Felsen, schön die Terrainfarben ineinander übergehen lassen. Und vom Hotel gegenüber kann man auch schon das nächste Gehege sehen. Mit Triceratopsen oder Taurus. Ne, ist ein Triceratops. Ich glaube, dazwischen ist auch nochmal eine Klippe. Also ich glaube, da kommt man nur mit der Einschiebbahn hin. Deswegen biege ich das Stück jetzt mal ab. Die beiden Mosas sind gerade sogar an der Oberfläche. Kommt uns auch schon der Zug entgegen. Da finde ich auch ganz cool, dass man bestimmte Bereiche halt nur mit dieser Einschiebbahn erreichen kann. Ist doch voll die Klippen zwischengebaut. Sieht ja nice aus. Geh mal ein bisschen raus. Richtig schöne Landschaftsgestaltung hast du hier gemacht. Hier hinten hast du alles mit Felsen dekoriert. Sogar dort am Ende. Hast du dir echt viel Mühe gegeben. Wir fahren jetzt aber weiter und sind dann jetzt über dem Triceratops-Gehege. Da sind auch noch Gallis drin. Und Brachios. Oh, die kuscheln gerade sogar. Wie niedlich. Die sind auch von der Größe und Körperform ein bisschen unterschiedlich. Glaube ich. Ja doch, wenn man so am Hals und so guckt. Definitiv. Weil das eine ist der Jurassic Park 3 Brachio. Das andere, glaube ich, der normale. Oder der 1er. So, wir fliegen mal weiter. Ja, auch wieder richtig schöne Felsarbeit. Sieht wieder komplett anders aus, das Gehege. Und dann würden wir da vorne rauskommen. Ich glaube, das ist jetzt die Station, wo wir vorhin schon waren. Aber man kann hier halt wirklich nur einmal mit der Einschiebbahn langfahren, weil diese fette Klippe das Ganze trennt. Sieht aber mega schön aus. Und dann würde man halt hier wieder aussteigen. Hier, wo wir gerade waren. Hätte auch eigentlich hier einfach einsteigen können. Fällt mir gerade mal ein. Und dann geht es hier hinten, glaube ich, auch noch in einen weiteren Bereich. Mal gucken, wo es dahin geht. Hier wieder schön mit den Felsen das Ganze abgesteckt. Dann haben wir hier auch noch mal einen Besucherbereich. Ein paar Restaurants, Sitzmöglichkeiten und einige Beobachtungsgalerien. Da gehen wir gleich mal rein. Oh, Fossil Zone gibt es hier sogar noch. Habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal in die mittlere Beobachtungsgalerie hier vorne. Und hier haben wir das nächste Gehege, auch Fleischfresser. Und da hinten sind sie. Das ist sogar eine Mod, die installiert wurde für ein anderes Acrocanthosaurus-Model. Das ist auch echt ein riesiges Gehege. 4 Acros sehe ich. Da hat einer und da hinten waren 3, glaube ich, auf der Seite. Fliegt mal näher ran, dann seht ihr das Model mal. Aber schreit jetzt auch für uns. Ne, er schüttelt sich nur. Sieht aber interessant aus, ne? Der hat halt solche Stacheln am Kopf und am Rücken. Da vorne ist in der Sonne. Da sehen wir es nochmal besser.
Die Mod ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Von dem Akro. Gefällt mir. Er hat auch so braune Zähne. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Da reibt er sich. Und der nächste Weg, wo es weitergeht, wäre hier so ein Dirtweg. Den habe ich vorhin voll übersehen, da bin ich vorbeigegangen. Da kann man nämlich auch durchgehen. Oder halt mit der Einschiebbahn fahren, wie man möchte. Hier ist die Endstation. Dort kommt man dann zum nächsten Gehege. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Proceratosaurus-Gehege. Das sieht aber cool aus hier. Du hast hier so ein richtiges kleines Becken gebaut. Ein bisschen niedriger von der Höhe. Und schön mit Felsen da drumherum. Da könnt ihr dann ganz in Ruhe trinken. Ist auch richtig schön gestaltet, das Gehege. Hier wird es jetzt auch nochmal zu einer Beobachtungsgalerie gehen. Mit Toilette. Werde ich jetzt aber mal nicht reingehen. Wir gucken jetzt einfach so. Ja, sieht schon schön aus. Und dann geht es als nächstes da gleich runter. Nochmal in einen ganz anderen Bereich. Spannend aus. Hier würde ich gerne mit dem Jeep runterheizen. Aber wir schauen jetzt nochmal das von oben an, was ich vorhin alles erkundet hatte. Hier mit den Restaurants hast du auch echt schön gemacht. Ich fliege jetzt mal ein bisschen höher und dann zeige ich euch das nochmal alles. Das hier war die Lagune. Dahinter war das Kanu-Gehege. Und hier das Aviarium, was wir vorhin auch schon uns angeguckt hatten. Ich finde es auch cool, dass du hier immer diese ganzen Mitarbeiterbereiche mega sauber bearbeitet hast. Das sieht schon alles sehr cool aus. Fährt auch gerade der Jeep hin, voll passend. Oh, hier ist sogar ein Schutzbunker. Ach, hier vorne. Ich habe mich schon gefragt, warum hier so Dirt ist. Das ist auch so ein kleiner Dirtweg. Das erinnert mich ja so ein bisschen an den Jurassic Park Film. Dass man hier durch so einen Dirtweg in so einem Gebäude muss. Da, wo die den Strom wieder anstellen. Die Szene meine ich. Dann das hier war nochmal das Acrocanthosaurus-Gehege. Sieht auch richtig cool aus mit dem Berg im Hintergrund. Auch keine Zäune auf der Rückseite. Das finde ich eh immer mega schön, wenn man die nur vorne hat. Dann hier der Bereich mit der Klippe. Hatten wir ja gerade schon von oben ganz gut gesehen, glaube ich. Aber auch echt eine coole Idee, dass du hier das mit Klippen abgesteckt hast. Ja, und ganz am Eingang, da waren wir ja gerade schon. Würde ich fast sagen, dass wir jetzt da hinten dann weiter können. Ich muss echt sagen, dass ich hier diese fliegende Kamera echt ein bisschen praktischer finde als die Laufperspektive. Weil da hat man ein bisschen bessere Übersicht und kann dann auch mal ein bisschen mehr beschleunigen. Beim Laufen ist man nicht ganz so schnell. Da muss ich dann immer cutten und so kann ich einfach weiterfliegen und ihr seht dann wirklich alles. Denke ich mal, dann für uns alle angenehmer. Vielleicht mache ich das demnächst dann direkt in dieser Kameraperspektive. Wo kommen wir denn jetzt hin? Der Jurassic Park Bereich, ne? Stimmt, das hast du auch geschrieben. Mein Motto ist zweigeteilt. Zum einen Jurassic World Ära und Jurassic Park Ära. Das heißt, da oben war gerade Jurassic World Ära und jetzt kommen wir in die Jurassic Park Ära. Mega gut. Habe ich gerade schon wieder vergessen gehabt und euch gar nicht vorgelesen. Aber ist mir zum Glück nochmal eingefallen. Aber auch nur, weil hier so schön das Tor platziert ist. Hier geht auch gleich eine Tour los. Richtig cool. Sagen, die fahren wir direkt, oder? Hier auch wieder richtig gut dekoriert alles. Da müsste man dann hier außen rumgehen. Dann hier nochmal lang. Und dann kann man dort irgendwo einsteigen, ne? Hier auf dieser Seite, okay. Da geht's dann zur Tour. Los geht's. Diese Autos bin ich ja irgendwie schon ewig nicht mehr gefahren. Da freue ich mich gerade schon drauf. Wird bestimmt mega schön. Mal schauen, was wir hier so für Dinos zu Gesicht bekommen. Als allererstes kommen uns mal hier Pachis entgegen. Ich hoffe, die geben uns gleich keine Kopfnuss. Jetzt schreien sie nur. Boah, es werden gerade hier ein bisschen viele. Ich versuche mal auszuweichen.
diese Dschungelbepflanzung hier ist auch wunderschön. Foto. Blitzt aber gar nicht, wenn wir vorbeifahren. Oh, Archaeornotimimus läuft hier einfach über die Straße. Müssen wir aufpassen, nicht, dass wir einen Wildunfall haben. Das wäre nicht so schön. Ich höre ihn immer noch. Er läuft da. Muss man richtig vorsichtig sein. Kommt wirklich aus allen Ecken. Sind ja auch echt schnell unterwegs. Da sehe ich jetzt auch noch einen Stegosaurus. Hi. Oh. Das fand er gar nicht cool, dass ich gehupt habe. Sorry. Ich fahre wieder zurück auf die Strecke und benehme mich. Die Plodokus haben wir hier auch noch. Auch richtig schön vor den Felsen hier gerade zu sehen. Du hast das hier auch wieder mit so leichten Anhöhen und hohem Gras gemacht, sodass man aus dieser Sicht jetzt noch nicht sehen könnte, was rechts ist. Das hatten wir ja auch schon im Park von Nadine. Dass man immer noch ein Stück fahren muss, um dann die nächste Ecke zu sehen. Das ist immer perfekt, wenn man das so macht, finde ich. Oh, wie cool. Fahren wir schnell durch. Schön unter dem Schweif entlang. Ja, ein richtig schönes Mischgehege. Hier überhole ich jetzt mal. Hier ist die Tür offen. Oha, was ist denn da passiert? Ich glaube, der wurde angegriffen. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich glaube, das war's. Ja, eine Tour durch das schöne Mischgehege war das jetzt. So sieht das Ganze von oben aus. Beeindruckend. Warte, dieser Bereich hier hinten sieht mega cool aus. Hier ist so richtig schöne Felsarbeit gemacht. Da hast du dann nochmal so einen Wasserbereich schön hier eingebaut. Und wir fliegen dann jetzt hier nochmal weiter auf dieser Seite. Schauen, was wir hier noch so haben. Hier ist einmal ein Bowling Center. Bowling wäre so das Letzte, was ich machen würde, wenn ich in so einem Park wäre. Und hier geht es dann nochmal zum Dilophosaurus. Mal gucken, ob das auch stimmt. Da bin ich mal gespannt. Ja, bestimmt. Warum solltest du sonst das Schild dahin machen? Mal schauen, ob sie sich jetzt auch verstecken, wie im Film. Also noch sehe ich nichts. Aber auch ein sehr dschungeliges Gehege. Könnt euch nicht vor mir verstecken. Ich werde euch finden, wenn ich über den Zaun komme. Gar kein Problem. So, wo seid ihr? Wo versteckt ihr euch? Ich habe sie gerade schon gehört. Da! Gefunden! Ganz hinten. Im hohen Gras. Das sind auch so fiese Viecher. Die besten Freunde von Dennis Nedry. Das Ganze sieht so von oben aus. Und wir fliegen dann hier den Weg weiter. Da geht es dann auch nochmal zu einer Kreuzung mit ein paar Beobachtungsgalerien. Ich glaube, das ist für das Mischgehege, wo wir gerade schon durchgefahren sind. Genau. Da hinten ist auch noch das Aviarium. Da fahren wir auch gleich nochmal hin. Oder fliegen wir gleich nochmal hin. Oh, hier ist auch nochmal ein Hotel. Da kann man auch nochmal einchecken. Ich denke mal, da kann man dann die Dilos sehen. Von hier vorne. Auch sehr gut gemacht. Verstecken sich halt leider gerade. Und dann den letzten Weg der Kreuzung. Mit einem interessanten Gebilde. Das ist einfach nur zur Deko da. Sieht echt cool aus. Gute Idee. Warum nicht? Man hat ja schon so wenig Deko-Elemente, da muss man dann alles nutzen. Und hier geht's nochmal zum Rexy-Gehege. Mit zwei Rexys drin. Das sind, glaube ich, auch die Original-Skins, oder?
Buck und ich weiß gar nicht, wie die hießen. Die hatten auch Namen, die Rexys. Sind die aus dem zweiten Teil? Vergessene Welt. Aber auch da schöne Felsarbeit im Hintergrund. Verschiedenen Felsfarben. Und ich finde es auch cool, dass du hier den Jurassic Park 3 Zaun verwendet hast. Und jetzt sieht es aus, als wenn wir hier nochmal eine schöne Tour fahren. Oh, wie cool. Durch das Aviarium. Da sage ich nicht nein. In dem Auto ist es ja auch praktisch, da kann man hochgucken. Weil man hier dieses Glasdach hat. Ist in einem, so einem Aviarium natürlich praktisch. Geos Sternbergia, Tapijara. Das ist auch nochmal das andere Aviarium, welches nicht mit Glas ist, sondern mit dieser Käfigoptik. Passt dann natürlich nochmal besser zu Jurassic Park. Ich kann jetzt sogar richtig nah ranfahren. Auch schöne Skins ausgewählt, muss man sagen. Ich mag irgendwie das Geräusch, wenn die Flügel so schlackern. Irgendwie sehr entspannt. Und das war's mit der Tour. Ich fand den Park jetzt auch wieder richtig wunderschön. Ist für mich auch eine klare 10 von 10. Und ja, Leute, ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Im Park von Aaron. Aristo hieß er. Und ich darf den auch hochladen. Das heißt, ihr findet das Safe Game unten in der Videobeschreibung, falls ihr den mal selber ausprobieren wollt. Und falls ihr mir auch mal einen Park einschicken wollt, findet ihr dazu auch alles in der Videobeschreibung. Ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.